Guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, live vom Heimtierkongress in Fulda. Sie hören es an der Geräuschkulisse, wir haben derzeit gerade Mittagspause. Hinter uns liegt ein sehr interessanter Vormittag. Ich darf mich Ihnen vorstellen, mein Name ist Ralf Meyer-Abele. Ich bin Chefredakteur der Fachzeitschriften Pet und Pet Worldwide und habe das Vergnügen, diesen Kongress zu moderieren. Ich sagte es bereits, wir haben einen sehr spannenden Vormittag hinter uns. Der Tenor dieses Kongresses ist ja, Ideen, Innovationen und neue Potenziale zu finden für die Heimtierbranche. Und die Referenten an diesem Vormittag waren sich darin einig, dass ein sehr wichtiger Weg darin besteht, mehr Erlebnis auf der Fläche zu finden. Wir hatten gerade eben ein sehr interessantes Referat von der Trendforscherin Nicole Srock-Stanley und sie bezeichnet den Handel als Fläche der Unterhaltung. Der Handel ist heutzutage Teil der Freizeitgestaltung. Viele Leute sehen Einkaufen nicht als reine Warenbeschaffung an, sondern möchten ihre Freizeit sinnvoll mit Shopping verwenden. Und das muss der Handel auf seiner Fläche nachempfinden. Das heißt, er ist sehr gut beraten, mehr Erlebnis auf der Fläche anzubieten, interessante Präsentationen, die auch dazu führen, dass die Kunden sich länger im Handel aufhalten. Matthias Pohl, geschäftsführender Gesellschafter der Fachhandelskette Kölle Zoo, hat es am Beispiel seines Unternehmens dargestellt. Er hat auch sehr viele Beispiele genannt. Und auf die Fokussierung auf das Lebendtier und auf eine interessante Präsentation der Bereiche Hunde-Katze ist ihm dies auch gelungen, in den letzten Jahren den Umsatz deutlich zu steigern. Ebenfalls ein Best-Practice-Beispiel kam von dem stellvertretenden Systemleiter von Zoo & Co., Matthias Schacher, der mal der Frage nachgegangen ist, ob Lebendtier ein Kostenfaktor ist oder ein USP für einen Zoofachhandel. Er war sich ganz klar in seiner Antwort, für Zoo & Co. ist Lebendtier ein USP und er hat es auch anhand von Zahlen belegt, dass der Umsatz pro Kunde in den Märkten mit Lebendtierangebot deutlich höher liegt als jetzt in Märkten, die keine Lebendtiere führen. Wir werden uns jetzt heute Nachmittag verstärkt dem Onlinehandel zuwenden, der ja gerade auch im Heimtierbereich eine rasante Entwicklung hingenommen hat. Wir werden uns auch dort fragen, wie Omnichannel sinnvoll in der Praxis umgesetzt werden können, werden auch spezielle Fragen des Onlinehandels, wie er sich stärker positionieren kann, wie er sich kundenfreundlicher gestalten kann, annehmen. Und ein Höhepunkt wird heute Abend die Verleihung des Pet-Handelspreises und des Pet-Handelspreises online sowie des Lieferantenpreises sein. Sie sehen, wenn Sie nicht dabei waren, haben Sie einiges verpasst. Der Kongress ist bisher super, das bestätigen uns auch unsere Teilnehmer. Und wir gehen davon aus, dass es im weiteren Verlauf des Tages außer bleibt. Dankeschön, viele Grüße aus Fulda.